Sonst kriegt der Hund gleich noch ein Trommelfell oder beißt mir in den Sack oder so. Was denn jetzt? Das kann doch jetzt nicht wahr sein hier, ey. Lasst bitte ein Abo für meinen Kanal da und liked meine Videos, wenn die euch gefallen. Guten Tacho, Leute. Guten Tacho, meine Eierköppe. Heute mal ein kleines Video zu meiner Wilma, zu meiner Kawasaki Z750. Ist ja jetzt auch schon fast ein Jahr her, wo ich mal so ein Video über die Kleine gemacht habe. Ich bin jetzt heute noch nicht dazu gekommen, die sauber zu machen. Hält mich jetzt davon auch nicht ab. Also ein paar Kleinigkeiten, die ich verändert habe, sind die ganzen Aufkleber hier, mein Scopedis-Logo und da die Schriftzug vorne hinten für Instagram, die roten Felgenränder. Dann habe ich Rhizoma-Griffe mit Rhizoma-Lenkerenden, dann die V-Track-Bremshebel von Motea, Spiegel habe ich verändert. Da waren sie tatsächlich sogar noch die Originalen dran, müsst ihr euch mal reinziehen. Ich habe die 2019, glaube ich, habe ich die gekauft, ne? Ja, ich muss dieses Jahr zum TÜV, dann habe ich sie jetzt schon fast 2 Jahre. Und die ist von 2004 oder 5 und dann immer noch originale Spiegel drauf. Egal. Dann habe ich da, wie man sehen kann, den Anlasser ein bisschen verkleidet. Habe ich mir so eine Rockstar-Dose genommen. Ja, genau, einen anderen Lenker habe ich drauf gemacht. Da war so ein ganz breiter Dragbar drauf in Gold. Fand ich jetzt nicht so schön mit uralten Spiegeln. Und ganz große Veränderung für mich, der Auspuff. Da war vorher ein Shark Street GP drauf. Der war auch schön, der war mir nur zu lang und ein bisschen zu laut, obwohl der Hashiro ist jetzt auch lauter geworden. Und zwar, wie lange habe ich den jetzt drauf? Schon ein paar tausend Kilometer. Also man hört ihn auf jeden Fall. Was mir natürlich gefällt, ist eigentlich ein MIF GP. Das ist die runde Variante. Da gibt es auch noch eine ovale. Ich glaube, der ist sogar dann noch ein bisschen länger. Genau, weiß ich es gar nicht. Ich gehe gleich mal hier weg, weil ich stehe hier im Naturschutzgebiet. Das gibt eine Anzeige. Dann mache ich mal eine kleine Soundprobe. Und dann ist auch ein kleiner Test für den MediaMod integrierten Mikrofon. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe mich jetzt mal hierhin bewegt. Ich stand nämlich eben da hinten auf diesem Fahrrad- und Fußgängerweg. Ich mache die Gute jetzt mal an. Und ich mache jetzt mein Helmmikrofon quasi stöpsel ich jetzt ab und lasse das über das Außenmikrofon aufnehmen. Deswegen gibt es jetzt hier einen ganz, ganz kleinen Cut. Und bin mal gespannt, was dann passiert. Ich glaube, ich werde die GoPro auch gleich mal hier auf den Boden quasi stellen. Dann hat man so einen kleinen Flyby. Kann ich dann mal eben machen. Ich habe jetzt irgendwie kein Stativ dabei oder so, aber einfach mal, wie sich das dann von außen auch beim Fahren anhört, wenn man jetzt so steht. Gar nicht mal so verkehrt, glaube ich. Der Auspuff ist ein umgelabelter MIF GP, die kurze Version. Es gibt ja noch die lange Version und es gibt auch noch einen ovalen, das ist kurz und rund. Den gibt es dann auch noch von Storm GP, ist auch der gleiche, unter anderem der ganz günstige von Hashiro, den habe ich bei Polo bestellt. Ist aber das gleiche. Und jo, dann machen wir jetzt mal ein bisschen Sound. Ich warte, bis die Frau mit dem Hund weg ist. Sonst kriegt der Hund gleich noch ein Trommelfell oder beißt mir in den Sack oder so. Oh, scheiße, Fingernagel eingerissen. Boah, wer kennt das nicht, ey? Ich hasse es. Okay, bis gleich. Was denn jetzt? Scheiße, Batterie ist leer. Fuck, Alter, Batterie ist leer. Als ob. Das kann doch jetzt nicht wahr sein hier, ey. Ich bin doch gerade gefahren.
Wie kann denn die Batterie jetzt leer sein? Oh, was ist denn jetzt los, ey? Boah, ich sehe mich schon anschieben jetzt hier, ey. Ganz große Scheiße. Ohne Witz, ich bin ein kleines Stück von da nach hier gefahren. Und keine Ahnung, ich habe vorhin die ganze Zündung angelassen, aber davon dürfte die Batterie nicht leer sein. Und ich bin eben auch, ja, eine Stunde jetzt nicht, aber 40 Minuten oder 30 Minuten gefahren. Scheiße, ich krieg das Motorrad nicht mal an. Boah, was ist das denn jetzt, ey? Hat die Batterie den Geist aufgegeben langsam oder was? Scheiße. Werde ich jetzt anschieben müssen. Verdammte Kacke, weißt du das? Oh, muss das jetzt alles noch passieren hier, ey? Gut, dass der Motor warm ist. Oh, wie lange habe ich schon Motorrad nicht mehr angeschoben, ey? Gucken das alles. Na, nee. Verdammte Scheiße, ey. Ja, ich und Motorrad anschieben. Dann kriege ich noch nicht mal den zweiten Gang jetzt rein. Aber den ersten. Ja, im ersten Gang soll man die ja nicht anschieben. So, okay, ich habe den zweiten Gang drin. Ganz große Kacke jetzt hier. Warum muss das mir das denn jetzt passieren hier, ey? Ach nee. Ist das eine neue Sendung? Wir lassen den Dicken schwitzen oder was? Das ist mein erstes Mal, dass ich Motorrad angeschoben habe. Leute, krass. Wie ist es angegangen? Oh. Oh. Leck mich am Arsch. Ich habe gedacht, jetzt muss ich irgendjemanden rufen hier, ey. Aber warum ist die Batterie dann? Hat die wohl langsam den Geist auf? Also ich habe ja eben ein paar Minuten gequatscht. Ja, ich hatte Licht an. Dann eben noch Licht an, Blinker an. Zwei, dreimal halt kurze Strecken und gestartet. Ach, Kacke. Oh. Den mache ich jetzt nicht mehr aus. Und ganz ehrlich, ich fahre jetzt erstmal ein Stückchen. Und dann den Drive-By mache ich jetzt hier nicht mehr. Ich fahre jetzt erstmal woanders hin. Ich muss mich erstmal abkühlen jetzt. Oh ja, jetzt ist es aber kalt, wenn man nass geschwitzt ist. Kacke, ey. Was war das denn jetzt für eine Nummer hier mit dir, Wilma? Nee, 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 das musste jetzt ja noch sein hier, ey. Scheißendreck. Na, ich fahre jetzt trotzdem meinen geplanten Weg. Nur den Drive, also diesen Drive-By-Sound habe ich jetzt da nicht mehr gemacht. Ich brauche jetzt ein bisschen Abkühlung. Aber ich hoffe, man kann da jetzt schon hier hören, wie schön die Wilma sich anhört. Ich bin aber klitschnass geschwitzt jetzt, weil ich allein durch den Stress, was machst du jetzt, Kacke? Das musst du anschieben. Dann bin ich eh nicht der Leichteste. Dann renn mal die 5 km/h und dann schwing doch die Beine übers Motorrad, hinten höher gelegt. Oh, da kommst du erstmal ins Schwitzen, Leute. Das kann ich dir sagen, ey. Also, soundmäßig von Hashiro Storm Myth ist ja, ich zähle es ja gleich. Sehr geiles Teil. Ich finde den Sound sehr geil. Und ja, man kann natürlich mit dem Gas steuern, wie laut das Motorrad ist, aber die 57er, die ist ja von Grund aus ein bisschen giftiger und brummiger. Ich bin eine Biene. Ja, durch den Tunnel müsste ich auch mal fahren, ey. Das sage ich jedes Mal, wenn ich so ein Video sehe. Was ich auf jeden Fall hier bei der Z57 bald ändern will, ist die Tachobeleuchtung. Ich weiß noch nicht, ob ich die Tachoscheibe auch machen soll, weil irgendwie das ganze Konzept schwarz-rot ist ja, zieht sich also durchs ganze Motorrad und mit den roten Griffen. Und wenn ich das jetzt auch noch schwarz mache, da weiß ich nicht, das macht irgendwie jeder jetzt schwarz. Und ich mache auf jeden Fall die Tachobeleuchtung, die ist ja im Dunkeln rot und das sieht irgendwie so 2000 altbacken aus. Ich blende mal eben ein, ich habe das mal fotografiert. Und ich möchte die Tachobeleuchtung in weiß haben, also ein bisschen moderner. Und aber trotzdem komisch, dass die Batterie jetzt eben leer war. Also da fand ich jetzt echt eigenartig. Geht denn mein Licht? Ja, also ich kann auf jeden Fall die Spiegelung vom Licht vorne sehen im LKW. Ja, Licht funktioniert. Hä, wo bin ich denn hier gelandet? Was ist denn hier auf einmal für eine... Normalerweise fährst du doch da lang. So, ich suche mir jetzt einen schönen kleinen Platz aus, wo ich wenigstens ein bisschen Sound machen kann hier.
Weil darum dreht sich das Video heute ja eigentlich. Ich mache jetzt erstmal aus und wenn ich dann einen Spot gefunden habe, wo ich ein bisschen Krach machen kann, dann sehen wir uns dann gleich wieder. So, ich habe jetzt hier mal eine kleine Strecke gefunden. Und zwar, ich mache das Gerät jetzt nicht aus. Ich habe jetzt einfach Angst, dass sie gleich nicht anspringt. Weil ich bin jetzt nicht gerade viel gefahren. Und zwar, hier dürfte da eigentlich keinen stören, hoffe ich. Ich switche dann mal eben Mikrofon um. Und dann mache ich gleich mal ein bisschen hier Craft Bomb, also ein bisschen Gas geben, damit man hören kann, wie sie sich anhört. Und ich versuche gleich irgendwie die GoPro, ja, ich weiß nicht, irgendwo hinzulegen, vielleicht auf dem Teil da oder so, wo man sehen kann und hören kann, wenn ich hier angefahren komme, mit ein bisschen Geschwindigkeit. Hier ist, glaube ich, ja, 70, aber es reicht. Ich muss ja jetzt hier nicht rasen wie so ein Wahnsinniger. Bis gleich denn dann. Ich hoffe, dass man was sehen und aber auch hören konnte. Mal so ein bisschen, so ein bisschen Stoff nur gegeben. Aber so ein bisschen Soundeindrücke. Ja, das zu meiner Wilma. So viel habe ich da jetzt ja nun auch nicht gemacht, aber ist jetzt auch schon ein Jährchen her. So hat man mal so einen allgemeinen Eindruck von meiner Maschine, was ich auf jeden Fall noch ändern wollte. Das hatte ich eigentlich schon längst vor, aber irgendwie bin ich nicht zugekommen. Den Motor, da wo diese bronzene, goldene Farbe ist, das werde ich auf jeden Fall schwarz lackieren und dann mein Kühler, der da platzt ein bisschen Farbe ab, der werde ich auch beilackieren müssen oder vielleicht auch komplett lackieren. Mal sehen. So Kleinigkeiten ausbessern, ja, nach ein paar Jahren auf dem Buckel darf das mal passieren. Sound hoffe ich. Ich hoffe, dass der MediaMod und die GoPro das gut aufgenommen hat. Ansonsten muss ich da mal gucken, dass ich da noch mal was anderes mache. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich mache dann jetzt mal hier mal Schluss. Ich habe das Ding ja jetzt gezeigt, vorgestellt. Ich habe gesehen, dass das Ding auch mal nicht so funktioniert hat, wie ich es gehofft hatte. Meine Anschiebeaktion. Ja, war klar, wie sowas mal passieren muss. Was ein Scheiß, ey. Ja, wie kann man denn auch so blöd sein, andauernd immer Zündung und Licht anzulassen? Ja. Kann ich mir nur selber einen Kopf fassen. So. Sehen wir uns im nächsten Video wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, hier kommen regelmäßige Motovlogs auf dem Kanal. Lasst doch bitte ein Abonnent. Oder lasst doch bitte ein Abonnent. Ach mein Gott, ey, wie heißt das denn? Lasst bitte ein Abo für meinen Kanal da und like meine Videos, wenn die euch gefallen. Ihr könnt euch gerne in den Kommentaren unten drunter mit mir unterhalten und eure Meinungen und was weiß ich nicht alles da lassen. Ork? Was ist denn Ork für ein Name, ey? Morg von Ork. Jo, dann sehen wir uns im nächsten Video, Leute. Haut rein.